Ich heiße Alexandre Gérard. Ich bin Vater von 5 Kindern. Vor einem Monat erfahre ich zufällig, dass Pater Prénat vor mehreren Jahren in die Umgebung von Lyon zurückgekehrt ist. Er hat dich gesehen. Ja, ich weiß. An den Samstagnachmittagen brachte er mich ins Fotolabor der Pfarrei. Dann hat er gesagt, das ist unser Geheimnis. Ich bin entsetzt über das, was Sie sagen. Wird er suspendiert? Gehen die Dinge voran? Ich würde mal sagen, dass Pater Prénat klar Priester sein und bleiben wird. Kennen Sie andere Opfer, deren Fälle nicht verjährt sind? Es gibt sicher einige. Jemand hat Anzeige erstattet bei der Polizei. Verdammt, das gibt's nicht. Er arbeitet immer noch mit Kindern. Ich dachte, der wäre gestorben. Vorher sollte man vielleicht Aussagen von Zeugen sammeln und andere Opfer finden. Und seitdem warte ich auf diesen Moment, dass ich auch endlich über das alles sprechen kann. Ja, ist wichtig. Wollen Sie Anzeige erstatten gegen Bernard Prénat? Ja, ich erstatte Anzeige. Wir sind mit allen Fällen vertraut. Und gelobt sei Gott, sind sie alle schon verjährt. Wissen Sie, wie grausam das klingt, was Sie sagen? Gelobt sei Gott, sind alle Fälle schon verjährt? Ich meine, ich tue das nicht gegen die Kirche, ich tue es für sie. Erinnerst du dich eigentlich noch? Ich kam einmal aus dem Religionsunterricht und hab dir gesagt, dass Prénat mich geküsst hat. Also, ich wollte eigentlich nur wissen, warum Sie nicht bei der Polizei waren. Vielleicht hätten wir es tun sollen. Das ist über 30 Jahre her. Maman, es geht um heute. Pater Prénat hat immer noch Kontakt zu Kindern. Ihn mit diesen alten Geschichten zu belästigen. Du hast nicht das Monopol auf Leid. Nicht nur du leidest, ha? Die Wahrheit kommt raus. Bravo, die super. Wahrheit ist, dass du uns mit deinen Pfaffengeschichten ankotzt. Nur darum geht's, um nichts anderes. Tag und Nacht. Alles hat sich immer nur um dich gedreht und um deine Scheißprobleme. Ich hab nichts aufgebaut. Keine Familie, keinen Job. Mach was aus deinem Leben. Genau das ist mein Leben, klar? Das ist mein Leben, du verstehst nichts, ha? Warum machst du das, Papa? Damit so etwas niemals wieder passiert. Und auch für euch. Sollte euch so etwas passieren, wisst ihr jetzt, ihr könnt darüber sprechen.